Susanne Müller-Zandorp, ich freue mich, dass ich endlich mal Zeit habe, ein paar Fragen zu beantworten, die ihr und unsere Kunden öfter stellt. Und eine der wichtigsten Fragen, ich lade meine Präsentation dazu mit 10 kurzen Slides, heißt, wie lange dauert eigentlich eine Reputationskrise? Und das ist natürlich eine Frage, die sich der Boris Becker gerade ziemlich stellen mag, weil er aus dem Gefängnis entlassen wurde dieser Tage, hat sozusagen den Tiefpunkt des Reputationsverlustes überschritten und versucht jetzt den Ruf wiederherzustellen, Geld einzunehmen, um seine Schulden zu bezahlen. Oder hier Sam Bankman-Fried, der amerikanische Kryptoguru, dem man vorwirft, Milliarden Kundengelder veruntreut zu haben. Er ist da auf dem Bild, auf dem Weg ins Flugzeug, das ihn in die USA ausliefern wird. Und normalerweise kennen wir ihn eigentlich nur in T-Shirt und kurzen Hosen, aber hier ist er in langer Hose und im weißen Hemd, weiß wie die Unschuld. Reputationskrisen sind schrecklich, vor allen Dingen auch für die Angehörigen. Hier ein Bericht über seine Eltern. Sam Bankman-Frieds Eltern sind beide Juristen, Professoren an der Stanford-Universität. Sie haben sofort ihre Position niedergelegt, sämtliche Ehrenämter ebenfalls und für sie natürlich genauso wichtig wie für ihn, wie lange dauert diese Krise an. Wir bei CEO Positions arbeiten mit einem Modell, das 2017 zum ersten Mal vorgestellt wurde, in der Zeitschrift Nature Communications. Und da wird beschrieben, wie diese Dynamik der Aufmerksamkeit funktioniert. Accelerating Dynamics of Collective Attention. Wenn ihr auf die gelben Punkte auf der Grafik rechts schaut, dann ist das 2013 gewesen, wenn so ein Major Event stattgefunden hat, wie im Falle von Sam Bankman-Fried, dass so die Berichte einer überschaubaren Anzahl passierten in gewissen Abständen und sich das Ganze aufschaukelte und dann wieder versank. Man sieht das in der Kurve links. Das war so ein relativ glimpflicher Verlauf, aber auch ganz symmetrisch. Und dann und nur 4 Jahre später, 2016, die lila Punkte, gleiche Art von Event, wesentlich mehr Aufmerksamkeit und viel steilere Kurve auf der linken Seite. Hier wurde die ganze Geschichte schon viel höher dramatisiert. Und heute natürlich, wieder ein paar Jahre später, 6 Jahre später, ist das Ganze noch dramatischer geworden. Wichtig für uns, es ist immer eine symmetrische Kurve im Verlauf. Dazu gibt es ein Lied. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an dieses Lied von Alan Parsons Projects erinnern oder ob ich schon zu alt bin, um das herauszusetzen, dass Sie das auch kennen. Also ein What goes up must come down. Das ist auch was, was die Maya Göpel, eine wichtige Wissenschaftlerin und Erfolgsautorin in Deutschland, hätte wissen müssen oder wusste. Sie hat im Sommer 2022 einen Shitstorm erlebt, als der Zeitjournalist Stefan Willicke sie angegriffen hat und eine News breitgetreten hat, die vorher im Internet kolportiert worden war. Er warf ihr vor, den Spiegel-Bestseller Unsere Welt neu denken, hier ist sie, gar nicht selber verfasst zu haben. Das würde sie seit 2 Jahren verheimlichen und als Problem mit sich herumschleppen. So, das wurde dann von vielen Newsportalen und wesentlich mehr noch seriösen Medien aufgegriffen, die Medienkritik üben. Der Bayerische Rundfunk hier zum Beispiel. Und Maya Göpel stellte sich natürlich die Frage, oh Gott, was tue ich, weil 464% mehr Aufmerksamkeit, das ist schon eine ganze Menge, das will man gar nicht unbedingt haben. Und wir haben uns dann die Sache angeschaut und gesagt, na, es war eigentlich positiv für sie, denn die Reichweite ist okay mit 500.000 potenziellen Kontakten, das ist kein zentraleuropäischer Shitstorm, das geht noch nicht mal in die Schweiz und nach Österreich und auch blieb das Sentiment für Maya Göpel positiv. Und so wurde es dann auch. Die Kurve ging wieder runter, recht zackig.
und blieb dann auch auf weiterhin flachem Niveau. Frage ist aber, wie eine permanente Krise aussieht, wenn man sich auf die Zahlen fokussiert. So, und dazu bleibt leider das Beispiel der Credit Suisse mal wieder, die 2022 nach einem echten Annus Horribilis, wo der Aktienkurs um 70% gefallen ist, nichts Besseres zu tun hatte, als den Finanzblogger Lukas Hessig zu verklagen, und zwar auf Herausgabe der Gewinne, die er mit Berichten über die Credit Suisse seit Sommer 2022 erzielt hatte. Man warf ihm vor allen Dingen auch vor, rufschädige Leserkommentare nicht entfernt zu haben. Leider ist das für die Großbank nicht vorteilhaft ausgegangen bis jetzt. Wenn man oben rechts schaut, in der kleinen Grafik sieht man das Sentiment. Die meisten Kommentare und Berichte waren definitiv negativ, über 50%. Das ist ein sehr, sehr seltener Wert. Das positive Sentiment in Grün ist gering im Vergleich. Für Lukas Hessig ist es umgekehrt gelaufen im Übrigen. Der ist sehr positiv rübergekommen. Und wir sehen hier eigentlich eine selbst geschaffene Verlängerung von Krise, die hier über diese vielen blauen Berge sich hinwegzieht. Und das, was wir als Reputationsleute und Strategen schlimm finden, das ist, dass selbst die Verkündung der neuen Unternehmensstrategie Ende Oktober, man sieht es hier an dem kleinen Ausschlag, viel, viel weniger Resonanz und viel kürzere Resonanz gefunden hat als diese dumme Geschichte der Klage gegen den Blogger. Eine Reputationskrise ist immer auch eine Einladung zur Transformation, und zwar auch zu einer persönlichen Transformation. Denn was alles nicht funktioniert, ist das, was man vielleicht intuitiv gerne machen möchte. Sich wehren, sich rechtfertigen, sich eingraben, Termine absagen, verschwinden von der Bildfläche, bis alles vorüber ist. Aber das verschlimmert die Situation. Man neigt dazu, die Situation wirklich, also selbst zu verschlimmern. Wenn Situationen schlimmer werden, ist man es selbst gewesen. Und es geht oft so weit, dass man tatsächlich den letzten Rest seines guten Rufes verspielt oder vernichtet hat und im Business dann keine Rolle mehr spielt. Die Psychologen nennen das autodestruktives Verhalten. Fazit: Reputationskrisen lauern überall, können jeden treffen. Selbst wenn es Unternehmen trifft, sind die Personen gemeint, die Medien personifizieren. Es wird immer auf Personen zurückgegriffen. Also im Falle der Credit Suisse sind es immer Axel Lehmann und Ulrich Körner, die diese Klage gegen den Blogger zum Beispiel nicht verhindert, vielleicht sogar in Auftrag gegeben haben. Wir haben gelernt, dass diese Krisen einen symmetrischen Verlauf haben. In dem Sinne, wenn sie chronisch sind, ist auch das Chronische symmetrisch und verlängert halt die ganze Gesamtdauer. Steile Kurven sinken schnell, aber man selbst hat es zu großen Teilen in der Hand, wie man die ganze Sache verschlimmert. Manche unter dem Motto, jetzt rede ich. Und was Reputationskrisen so kosten, das schaue ich mir beim nächsten Mal an. Hier nochmal das Lied von Alan Parsons. Wenn Sie das auf YouTube anschauen wollen, hier ist es. Ist wirklich schön. What must rise must fall. Tja, wenn Sie Lust haben, sich mit CEO Positions zu beschäftigen, wir sind die, die Personal Branding und Reputation für Unternehmen gut können, machen das seit vielen Jahren. Und ich freue mich, wenn Sie wieder vorbeischauen. Tschüss.